Liebe Linzerinnen und Linzer, liebe Facebook-Community. Also heute ist das eingetreten, was es schon letzte Woche sein hätte müssen, nämlich dass bei dieser ominösen Ampelschaltung Linz auf grün gestellt wird. Ich empfinde überhaupt keine Genugtuung dabei. Ich empfinde auch keine Freude, denn so wie ich letzte Woche gesagt habe, dass diese Ampelschaltung willkürlich ist und nicht nachvollziehbar ist, bei dieser Meinung bleibe ich. Aus meiner Sicht gehört diese Ampel schlichtweg aus dem Verkehr gezogen. Denn auch heute sind wieder Gemeinden gelb geworden und andere, die große Cluster aufweisen, sind grün geblieben. Eine Virologin sagt selbst, es gibt vier Kriterien, die sind öffentlich und viele andere, aber die sind geheim, über die erfährt man nichts. Wenn es ein solches Instrumentarium gibt, dann ist es am besten, man lässt die Finger davon. Führt nur zu Verunsicherung. Apropos Verunsicherung. Jetzt scheint es tatsächlich in Österreich wieder so zu sein, dass vor allem im Osten, aber nicht nur, wieder steigende Fallzahlen da sind. Ich habe bis zu einem gewissen Grad Verständnis dafür, dass man den Maskenzwang auch wieder ausweitet. Ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen, dass dieser österreichweit erfolgt. Aber wogegen ich sehr wohl bin, ist, dass auch heute wieder führende Vertreter der Bundesregierung Angst geschürt haben, wieder Menschen verunsichert haben, anstatt dass wir hergehen und eines klipp und klar sagen. Diese Pandemie wird uns noch länger verfolgen. Wir werden Maßnahmen wie den Maskenschutz weiterhin tragen. Wir werden ihn vielleicht auch wieder ausweiten. Aber hören wir auf, regelmäßig damit zu drohen, dass es einen zweiten Lockdown gibt, denn das schadet unserer Wirtschaft und das verunsichert Menschen. Und ich sehe das derzeit in Linz sehr exakt, dass viele Eltern ihre Kinder sich nicht mehr in den Kindergarten schicken trauen. Und ich appelliere an Sie, wir wissen von allen wissenschaftlichen Untersuchungen, Kinder sind nicht die Virusüberträger, als die man sie ursprünglich gedacht hat. Die Ansteckungsgefahr in einem Kindergarten ist viel geringer als im privaten Bereich bei Feiern. Und wir sollten unsere Kinder Normalität zurückgeben, dass sie wieder mit Gleichaltrigen spielen können, dass sie gemeinsam damit auch lernen können und dass wir damit auch eines klar sagen, ja, wir nehmen die Veränderungen ernst, ja, wir sind diszipliniert, aber wir sind nicht panisch. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.